Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Dateien verlieren Maschinen von UNRAID aus NAS-Speicher wiederherstellen können. UNRAID ist ein eingebettetes Betriebssystem, mit dem Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Hardware erhalten. Es fungiert nicht für als zuverlässiger Network Attached Storage NAS, sondern kann auch als Anwendungsserver und Host zu virtuellen Maschinen fungieren. UNRAID wird von eines USB-Stick installiert und gebootet in das RAM-ROT-Dateisystem. Das Wesentliche an UNRAID OST ist, dass es eine hardware-unabhängige Lösung ist, die fast jedes 64-Bit-System in einem NAS verwandeln kann. Darüber hinaus ist das Betriebssystem so konzipiert, dass es als virtualisierender Host funktioniert. Es verwendet einen Hypervisor zur sicheren und isolierten gemeinsamen Nutzung von Ressourcen durch virtuelle Clients, sodass mehrere Betriebssysteme und Anwendungen auf einem einzigen physischen Server ausgeführt werden können und die Ressourcennutzung optimiert wird. Die Virtualisierung in UNRAID basiert auf KVM, das moderne Versionen von QEMU, LiveWirt, WFO, WirtO und WirtVS umfasst. Open Virtual Machine Firmware wird ebenfalls unterstützt, die UEFI-Unterstützung für virtuelle Maschinen bietet mit Secure Boot Unterstützung und Verfeicher GPU Pass. Unterstützung. Dadurch kann virtuellen Maschinen eine breite Palette von Ressourcen zugewiesen werden. Diese Virtualisierungstechnologien verhindern, dass ihre Verwendung die Zuverlässigkeit des zugrunde liegenden Betriebssystems beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf des Videos sehen wir uns die Funktionalität der Erstellung virtueller Maschinen auf diesem Betriebssystem an und erfahren, wie virtuelle Datenträger im Falle eines Zugriffsverlusts auf den Servern zurückgegeben werden können. Um eine virtuelle Maschine auf UNRAID OS zu erstellen, benötigen Sie ein Image des Betriebssystems, das auf der virtuellen Maschine installiert werden soll. Laden Sie das ISO-Image herunter und laden Sie es auf den UNRAID-Server hoch. Öffnen Sie dann den Webmanager virtuelle Maschinen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche virtuelle Maschinen hinzufügen. Geben Sie die Version des Betriebssystems an. Dann öffnet sich die Seite mit den Einstellungen. Geben Sie den Namen, die Prozessoreinstellungen und die RAM-Größe an. Wählen Sie ISO-Image und geben Sie den Pfad zu der Image-Datei an, die Sie auf den UNRAID-Server hochgeladen haben. Als nächstes geben Sie die Größe des virtuellen Datenträgers an. In meinem Fall sind 30 GB ausreichend und seinen Typ. Danach müssen Sie den Pfad für die Speicherung der Dateien der virtuellen Maschine angeben. Ändern Sie die Netzwerkeinstellungen, den Bridge-Modus und das Adaptermodell. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie den Autostart der virtuellen Maschine nicht abgewählt haben, wird der Bootvorgang sofort gestartet. Als nächstes folgt die Standardinstallation des Betriebssystems. Wir werden auf diesen Vorgang nicht näher eingehen. Falls nötig, finden Sie auf unserem Kanal ein separates Video zur Installation des Betriebssystems. Sobald das Betriebssystem installiert ist, ist die virtuelle Maschine einsatzbereit. In manchen Situationen kann es erforderlich sein, Dateien einer virtuellen Maschine von einem NAS-Speicher mit UNRAID OS wiederherzustellen. Dies kann zum Beispiel bei versehentlichen Löschen eines Ordners mit virtuellen Disk oder einzelnen Dateien, bei einem Ausfall des Betriebssystems oder eines Speichers der Fall sein, was zum Verlust des Zugriffs auf die virtuelle Maschine führt. Hetman UNRAID Recovery. Processing Recovery ist eine Wiederherstellungssoftware, mit der Sie Dateien von virtuellen Maschinen wiederherstellen können. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisysteme und ist in der Lage, Dateien von verschiedenen Arten von Hypervisoren wiederherzustellen. Zur Wiederherstellung nehmen Sie die Datenträger aus dem Speicher und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Laden Sie das Programm herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Hetman UNRAID Recovery scannt die Datenträger automatisch und zeigt sie im Programmfenster an. Und nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Öffnen.
Als nächstes müssen Sie die Art der Analyse angeben, Schnellscan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst einen Schnellscan durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten einfachen Fällen von Datenverlusten hilft, verlorene Daten zu finden. Wenn das Programm nach einer Schnellsuche die Datei nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch, gehen Sie dazu zurück zum Hauptfenster der Software, klicken Sie mit Rechnermaustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren, vollständige Analyse, Dateisystem angeben, weiter. Öffnen Sie dann den Ordner, in dem sich die Dateien der virtuellen Maschine befinden. Wenn Sie den Pfad nicht kennen, können Sie ihn in Einstellungen des Managers der virtuellen Maschine im Fenster und Red OS Web Manager einsehen. Öffnen Sie den Katalog, wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Ort an, an dem die Daten gespeichert werden sollen, einen Datenträger oder einen Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich die Dateien der virtuellen Maschine in den zuvor angegebenen Verzeichnissen. Neben der Wiederherstellung von Dateien der virtuellen Festplatte können Sie auch Daten innerhalb der virtuellen Maschine wiederherstellen. Binden Sie das Image in das Programm ein und stellen Sie Dateien von Image der virtuellen Festplatte wieder her. Öffnen Sie im Programmfenster die Registerkarte Tools Disk einbinden. Wählen Sie den Typ des virtuellen Datenträgers und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie dann den Ordner an, in dem das Image der virtuellen Disk gespeichert wird. Okay. Markieren Sie die Datei des gewünschten Image weiter, dann erscheinen Sie im Programmfenster. Führen Sie dann die Analyse aus, öffnen, wählen Sie den Scan-Typ, öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherstellenden Dateien gespeichert werden. Und stellen Sie sie wieder her. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Datenverlust zwar Ängste und Unheimlichkeiten verursachen kann, Sie aber wissen, dass es Methoden und Tools gibt, die Ihnen helfen können, Ihre Daten wiederzustellen. Mit Hetman Red Recovery werden Sie in der Lage sein, verlorene Dateien von virtuellen Maschinen mit Unreal OS wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie dann, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Und stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in nächstes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.